Hier greifen künftige Handwerksmeisterinnen zum Werkzeug. Bei der Handwerkskammer Koblenz bereiten sich diese Friseurinnen momentan auf ihre Meisterprüfung vor. Und auch vor 50 Jahren haben sich Handwerker bei der HWK fit gemacht für ihren Meisterbrief. Damit willkommen bei HWK TV. Vor einem halben Jahrhundert stellten sich 700 Handwerker bei der Handwerkskammer der Meisterprüfung. Zum runden Jubiläum erhalten sie feierlich ihre goldenen Meisterbriefe. Über 100 Altmeister haben sich zur Feier am 6.11. angemeldet. Zwei, die damals zu den jüngsten Handwerksmeistern in Rheinland-Pfalz zählten, stellen wir jetzt vor. Ich war mit Leib und Seele war ich Friseuse. Mit Leib und Seele. Wirklich. Und ich interessiere mich auch heute noch dafür, wenn ich etwas lesen kann, was es Neues gibt und so weiter und so fort. Also das interessiert mich immer noch. Beim Blick zurück erinnert sich Trude Greif besonders an die Finanzierung der Meistervorbereitung. Die ganze Familie musste zusammenlegen, die Eltern, mein zukünftiger Mann, meine Tante, jeder hat was gegeben. Und ich bin jeden Freitagabend nach Hause gefahren, weil samstags war keine Schule, und habe dann samstags im Betrieb gearbeitet, um mir Geld zu verdienen. Nach der Meisterprüfung übernimmte sie 1961 den Familienbetrieb in St. Goarshausen. Dann habe ich das Geschäft gehabt bis 1993. Dann habe ich aufgehört. In der Zwischenzeit habe ich 36 Lehrlinge ausgebildet. Ich war 25 Jahre in der Prüfungskommission und war 8 Jahre Obermeisterin. Beruflich legte Trude Greif eine beeindruckende Karriere hin. Doch nicht alles in ihrem Leben ist Sonnenschein. 1980 verliert sie das einzige Kind, ihren 17-jährigen Sohn. Doch auch in dieser Situation hilft ihr das Handwerk, wieder auf die Beine zu kommen. Mein Geschäft hat mich aufgefangen. Ich konnte nicht zu Hause bleiben, ich musste weiter arbeiten gehen. Und das tat mir gut, das war Abwechslung für mich. Da hatte ich gar keine Zeit zum Nachdenken. Das kam erst abends, aber über Tag war ich beschäftigt. Auch mit meinen Lehrlingen und so weiter und mit der Prüfungskommission und der Obermeister und so weiter und so fort. Da ist ja ständig etwas. Ein spannendes, erfülltes Handwerkerleben wie auch das von Polsterer und Dekorateurmeister Alfred Kappel. Die Freizeitgestaltung, die hat bei mir auch immer noch eine große Rolle gespielt. Ich war also sehr sportlich aktiv. Ich habe Fußball gespielt, ich habe geturnt. Ich habe Faustball gespielt bis zur Bundesliga. Ich gehe Skifahren heute noch, fahre heute noch sehr viel Fahrrad, circa 2.000, 3.000 Kilometer im Jahr. Und das macht also auch sehr viel Spaß. Das ist ein schöner Ausgleich für die Arbeit. Das Freizeitleben von Handwerksmeister Alfred Kappel war und ist vom Sport geprägt. Doch so ganz kann er das Werkzeug nicht liegen lassen und packt heute, wenn er gebraucht wird, in den Betrieben der Söhne mit an. Erinnerungen an den eigenen Start, an die Meisterprüfung 1958. Ich war damals 22 Jahre alt und habe mir überlegt, ja, am besten so schnell wie möglich Meisterprüfung machen, um eventuell mich selbstständig zu machen, beziehungsweise über den Meisterbrief eine qualifiziertere Stelle zu erhalten und dann auch etwas mehr Geld zu verdienen in der Zeit. Dann habe ich also noch 1959 meine Frau geheiratet. Ist noch die erste. Mittlerweile 49 Jahre sind wir verheiratet. Ja, und da ging es Schlag auf Schlag bei uns. Dann kam 59 noch unsere Tochter auf die Welt. 62 kam der Ralf, 63 der Holger und 66 kam der Udo zur Welt. Also bei uns war immer was los. Inzwischen sind zwei der Söhne selbst Handwerksmeister und selbstständig. Sie führen das Erbe des Vaters weiter, der sich aber längst nicht zur Ruhe gesetzt hat und sich über das Handwerk hinaus engagiert. Wir haben hier am Ort einen fahrbaren Mittagstisch, der auf Privatinitiative sich entwickelt hat. Es haben sich also Männer und Frauen haben sich zusammengetan und haben also an bedürftige Menschen Essen gebracht, das im Krankenhaus hier vorgefertigt wurde. Und da habe ich mich jetzt seit einiger Zeit auch engagiert und fahre im gewissen Rhythmus im Jahr eine Woche lang immer, also 7 Tage in der Mittagszeit, das Essen zu den bedürftigen Leuten. Beeindruckende Lebensläufe mit dem Meisterbrief. Wenn Sie Handwerksmeister kennen, die vor 50 Jahren den Meisterbrief abgelegt haben, informieren Sie uns doch einfach.
Schnell und einfach über das Internet zum Beispiel. Die Adresse ist unten eingeblendet. Einige Impressionen der Altmeisterfeier gibt es am kommenden Mittwoch in HWK-TV. In der nächsten Woche ist das Schwerpunktthema die Bankenkrise und ihre Auswirkungen auf den regionalen Wirtschaftsraum. Und damit zurück zu Ralf Schwoll.